Wir sind jetzt auf der Marm-Ebene. Das Necropolis 2 könnte auch Deeps 2 heißen. Kommt immer drauf an, das ist Zufall. Und ich lasse mich von denen treffen, die mir ein Herz abziehen. Durch den Hard Mode. Ja, Cricket's Head gibt uns ein Damage ab. Cool. Damit machen wir schon mal sehr, sehr, sehr viel Schaden. Und der hier heißt Chubb, der ist eigentlich auch ein Boss, aber das Spiel meint, er ist schon viel zu schwach für uns. Da werde ich noch nicht reingehen, erst wenn ich ein paar mehr Seelenherzen finde. Und diese Skelette schießen sehr schnell, deswegen möchte ich sie so schnell wie möglich weghaben. Hände greifen uns auch an, aber das war's auch schon. Der Mi Hermit, Hermit oder Hermit, ich weiß es nicht. Zweimal sogar. Der Hierophant gibt uns zwei Seelenherzen. Das heißt, wir gehen jetzt da oben rechts in den Raum und hier gibt es ein paar Pillen. Hämatitis. Damit könnten wir da oben in den Raum Speeddown. Liegen eh genug Herzen, deswegen gucke ich mal rein. Ja, hätte sich nicht gelohnt. Gut. So. See Hermit. Ich nehme ihn einfach mal mit. Diese Gegner hätten auf uns zugecharged. Das ist ein Popoloch. So habe ich das jedenfalls gelernt. Sie heißen bestimmt anders oder sollen was anderes sein. Ich weiß es jedenfalls nicht. Ich habe mir das auf jeden Fall so eingeprägt, dass sie Popolöcher sind. Und der Geheimraum kann nicht hier oben sein, weil hier eine Schlucht ist. Und ich sehe gerade auf dem Bildschirm, auf der Karte oben. Nein. Oh Gott, die schießen random. Da muss ich aufpassen. Hier ist ein Würfelraum und es ist die 6. Ja. Ich weiß nicht. Die 6 bedeutet, dass all unsere Items, die wir haben, rerollt werden, genauso wie der Würfel. Und das ist dann ein sehr, sehr verdammt großes Zufallsprinzip. Und ich hasse diese Masken. Die sind so unberechenbar. Und dann können ihre Herzen, die sie töten, dann auch noch schießen. Was Schlimmeres gibt's gar nicht. Gibt uns Leben. Und das ist ein Leertasten-Item. Genau jetzt! I am Error, ich glaub's ja nicht. Wir können Mama überspringen. Ich wollte das nicht. Dieser Raum ist so selten, ne? Und dann finde ich ihn genau in der Aufnahme, wo ich eigentlich alles zeigen will. Ich meine, ist ja gut und schön, ihr seht den Error-Raum, aber ihr könnt jetzt. Wir sehen jetzt den Marmkampf nicht mehr. Ja, der Bomber gibt uns Bomben und wir haben natürlich jetzt kein. Die Six mehr, das heißt, wir können nichts mehr rerollen, das heißt, wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen. Und The Emperor bringt uns weg. Das habe ich noch gesehen. Das ist der Marmkampf. Der, ja. Marm beschwört Gegner, tritt auf uns. Es ist der erste Marm-Körperkampf. Das ist der erste Kampf, also. Gegen Marm. Der zweite Kampf dann ist gegen ihr Herz. Gott sei Dank haben wir das Damage Up noch gefunden. Goldraum war ja dann auch nichts. Da haben wir ja wenigstens das Wichtigste aus dieser Ebene geholt. Wir konnten jetzt nicht mehr in den Shop gucken, aber egal. Es gibt übrigens einen Trick, wie man den ganzen Marmkampf machen kann, ohne getroffen zu werden. Mache ich allerdings nicht. Und wir bekommen ein
Himmelsraum. Ich fühle mich extrem schwach. Wir bekommen das Polaroid oder das Negative. Das Polaroid gibt uns Zutritt in die Chest und das Negative gibt uns Zutritt in den Darkroom. Und ich würde sagen, wir gehen in die Chest. Das ist die letzte Ebene des gesamten Runs. Und wir bekommen den Wafer. Das Beste, was wir bekommen können. Damage Resistance, das heißt, alle Gegner machen uns nur noch ein halbes Herz Schaden, was im Hardcore-Modus richtig nice ist. Und kämpfen wir gegen den Engel? Ich würde sagen, ja. Wenn wir halt den Engel mit einer Bombe stören, greift er uns an. Und er wird ein Teil des Schlüssels droppen, mit dem wir zu dem schwersten Endboss des Spiels gelangen können. Den ich auch nur einmal besiegt habe, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Mega Satan. Aber wir gehen den Himmelsweg, aber trotzdem können wir ihn dort angreifen. Nein. Gott sei Dank macht uns nur noch ein halbes Herz Schaden. Key Piece 2. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und wir haben schon so eine kleine Truppe hinter uns her, aber könnte länger sein. In den Steinen ist kein Kreuz, das heißt, wir müssen auch weiter. Cool, dann haben wir alles gesehen. Willkommen im Womp. Ein stechendes Rot für mich. Und wir würden. Hier gibt es keinen Goldraum mehr, keinen Shop. Dafür gibt es die restlichen Sachen noch. Und es gibt neue Gegner. Schwierige, lästige Kack-Gegner. Außerdem können wir hier die blauen Steine nicht mehr so gut sehen. Und können durch manche Gegner schwieriger ausweichen. Okay, das kommt auch drauf an. Wir machen zwar gut Schaden, aber es reicht eigentlich nicht. Es hätte nicht für den Darkroom gereicht, deswegen gehe ich in die Chest und nicht in den Darkroom. Die Missing Page. Nice. Das Missing Poster. Genau das wollte ich nicht. Denn ich habe alle Charaktere, mir fehlt nur ein einziger, und zwar den Geheimcharakter, und den bekomme ich nur durch bestimmte Sachen. Ich glaube, ich muss auch Suizid und so begehen. Und deswegen lasse ich es tatsächlich hier, auch wenn ich es brauche. Aber in diesem Run möchte ich keinen Suizid begehen. Deswegen. A cut against humanity. Humanity, wie auch immer. Tut mir leid, ich bin sehr schlecht in englischer Aussprache. Willst du mich verarschen? Zweimal der I am Error Room in einem Run? Und wir bekommen Bath Bombs? Ist das dein Scheiß? Und diesmal komme ich hier nicht weg. Ich hab. Ach, da war ein Spinn. Ich hab's nicht gesehen. Na toll. Na gut, es gibt eh keinen Geheimraum, aber ich hätte gern. Ja, ich hätte gern den Boss gemacht. Weil wir vielleicht noch einen Angel Room bekommen hätten. Jetzt sind wir schon im Womp 2 oder Otero 2. Kommt immer drauf an. Ist immer Zufall. Ist aber im Prinzip immer dasselbe. Nur, dass, glaube ich, immer ein paar andere Gegner spawnen. Was aber nicht so schlimm ist, denn ich habe das Gefühl, dass. Ich habe das Gefühl, die sind alle schlimm. Ja, jetzt haben wir leider keinen Deal mehr bekommen. Dafür, ja, haben wir eine Ebene gespart. Ich weiß nicht, ob ich damit so glücklich sein kann. Hier können wir ein bisschen spielen, wir können ja. Denn wir können unsere Münze ja sonst nirgendwo mehr weggeben. Die Cut Against Humanity würde ich setze ich dann ein, wenn es am sinnvollsten ist. Das heißt, wir brauchen einen großen Raum. Explosive Diarrhea brauchen wir nicht.
Hier ist auch nichts. Ist hier vielleicht ein Kreuz an irgendeinem Stein? Nein. Den Seelenherzen würde ich gerne noch ein paar haben. Ja, wir bekommen auf jeden Fall einen Angel Room oder einen Teufelsraum, aber ich glaube eher einen Engelsraum. Nice, das ist cool. Damit haben wir uns vielleicht gesichert, dass wir Megasatan sehen können in diesem Run. Das wäre unglaublich nice. In diesem Geheimraum können übrigens auch manchmal ein paar Bossgegner sein. Hier, nicht Bossgegner. Ich habe Angst, dass ich jetzt gleich wieder Leertaste drücke, also das Item oben links einsetze. Dass ich dann wieder in diesen scheiß Error-Raum komme, aber die Chance dafür ist so gering eigentlich. Aber ich will es trotzdem nicht, nicht herausfordern. Das ist ein Boss sogar. Irgendwas mit P heißt er. Ich kann mir seinen Namen nie merken. Auf jeden Fall tritt er hier auch ziemlich oft eigentlich auf. Weil er relativ schwach ist. So, wir haben zwei Lasts. Das ist auch ein Mini-Boss-Gegner. Und der eben im Geheimraum, das war... Wie heißt er? Explosive benutzen wir mal. Können wir hier alle sprengen. Und bekommen ein Seelenherz. Nice. Hat sich also gelohnt. Das war der Shopkeeper sozusagen. Erstmal die Herzen zerstören. Denn die können in alle Seiten schießen und das nervt. Außerdem ist der andere gerade eh gestorben. Wir haben verdammt wenig Schlüssel. Warum tue ich das? Wegen Geld? Anscheinend. Ich weiß nicht, ob er jetzt das als dumm bewerten soll. Aber ich habe es einfach getan. Denn in der Chest bekommen wir am Anfang 4 Gratis-Items, die wir aber nur mit einem Schlüssel öffnen können. 2 haben wir, 2 fehlen noch. Na toll, ich hasse dies. Dies. Haben wir jetzt eigentlich... Nein. Hab mich gerade gefragt, ob wir die Maske mitgenommen haben vom Anfang. Ah, der Sack gibt uns immer ein paar Bomben, wie jetzt in dem Falle auch. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich das splitten, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich werde es leider splitten. Wenn ja, sind wir bestimmt schon im zweiten oder dritten Part, was weiß ich. Ich habe hier keinen Timer laufen, weil es mir eh egal ist. Weil ich ja gesagt habe, ich mache den Run durch und ich laufe genau in die Stacheln rein. Oh, die Augen sind auch so schlimm. Aber ich stelle mich eigentlich gut an, aber ich muss sie nur noch treffen. So. So, sie... Das sind wieder ein paar Kackerhäufchen. Wir haben noch nicht den größten Kackerhaufen gesehen, aber das ist mir jetzt doch irgendwie schnurzegal. Solange ich mich nicht von diesen Dingern treffen lasse. Dafür, dass eigentlich im Hard Mode weniger rote Herzen droppen sollen, sehe ich hier gerade auf der Ebene relativ viele rechts rum. Okay, Leute. Dann belästigen wir mal Mama. Oder in dem Fall Livs, weil ich schon 11-mal Mama besiegt habe. Oder ihr richtiges Herz. Sie beschwört auch Gegner, dafür aber ein paar blödere. Und sie spammt ein bisschen mit ihren Schüssen. Aber im Prinzip müssen wir sie nur treffen. Wir müssen halt dabei nur ein bisschen ausweichen. Und sie beschwört auch manchmal Bossgegner, wie ich gerade eigentlich nicht gehofft habe, dass sie es tut, aber sie hat es getan. Deswegen muss ich jetzt doch aufpassen. Und nein, 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 auf euch habe ich doch eh keine Lust. Sie hat nicht mehr viel Leben. Vielleicht schaffen wir es. Natürlich schaffen wir es. Nice. You unlocked Lost Baby. Das sehe ich hier auch rechts unten bei den Achievements. Ihr seht das jetzt nicht. Und der Angel Room, wie ich ihn erhofft habe. Damit können wir jetzt den zweiten Engel besiegen und dann können wir Megasatan sehen, wenn wir da überhaupt hochkommen. Zu Megasatan, wenn ich nicht davor sterbe. Aber dieser Engel ist ein bisschen leichter als der andere, denn der schießt nur nach unten und links unten und rechts unten.
Das ist links und rechts unten, wenn ihr das jetzt gerade nicht verstanden habt. Oh, da ist er schon down. Ah, bloß mitnehmen. Gott. So, zusammengesetzt. Dann möchte ich kurz noch das Leertasten-Item verwenden. Denn wir haben bekommen den I am Error-Raum. Und hier ist Moms BA. Den ich sogar tatsächlich mitnehme. Super! Willkommen im Sheol! Nein, och komm! Ich bin so dumm! Wir sind im Sheol! Im schwierigen Part! Nein, ich bin nicht in die Chest gegangen, weil ich den I am Error Raum hatte! Nein, das heißt, wir kommen nicht in den Darkroom, wir sehen nicht Mega-Satan! Oh, es tut mir leid! Nur durch meine Dummheit. Und ich habe mich schon so gefreut. Dafür können wir Satan sehen. Na toll. Hey, Bob's Brain. Das ist so ein Gehirn, was uns immer tötet. Okay, nicht unbedingt tötet, allerdings. Mams BH! Oh, Mann, das macht meine Stimme wieder richtig down. Es tut mir leid. Jetzt sehen wir das Blue Baby nicht, jetzt sehen wir die Chest nicht. Nur weil ich den I am Error Raum gehabt habe. Wusste ich nicht, es selbst mich überrascht dieses Spiel noch sehr häufig. Obwohl ich es eigentlich sehr gut gelernt habe, sagen wir mal so. Oh, Loki trifft uns noch. Der Typ heißt Loki, genau. Kann ich noch sagen. Und sie porten sich gerade so durch, dass ich nicht weiß, wer weniger Leben hat. Aber macht jetzt eh keinen Sinn mehr. Es gibt ein Cheat-Modul, da könnte ich... Dann könnte ich das, da könnte ich das Negative mir holen. Mir cheaten sozusagen. Aber nein, ich habe noch nie gecheatet in diesem Spiel. Aber es geht um die Aufnahme. Nein, ihr... Guckt euch Mams BH an. Der Piercing, den wir jetzt bekommen haben, macht Piercing-Shots. Das heißt, manchmal gehen die durch Gegner hindurch. Mehr ist es auch nicht. Na toll, der eine hat sich gegen mich gerammt. Ach, und... Ach stimmt, der kann auch einen Brimstone. Der schießt ihn so selten, dass ich das vergessen habe. Ja, Leute. Werde ich das jetzt machen oder nicht? Ach, das ist übrigens, wie nennt sich der? Ich habe ihn vergessen. Ich bin gerade. Lass mich auf jeden Fall zu oft häufig treffen. Gut, einer davon ist tot. Das ist sozusagen so Satans Helfer, könnte man sagen. Ja, was tun wir? Wir gehen auf jeden Fall erstmal zu Satan. Legen hier eine Bombe.
kacken ihn voll. Das ist derselbe, den wir gerade hatten. Aber jetzt halt als richtigen Bosskampf. Hallo Satan. Der spammt ein bisschen, genauso wie Mom. Allerdings relativ... Man muss eigentlich nur auf seine Schüsse achten. Man sollte niemals unter ihn stehen, denn dann schießt er einen Brimstone. Gut. Das ist die zweite Phase gewesen. Und jetzt kommen seine Füße. So ein Stierfuß. Wie man es auch sogar kennt. Ich weiß... Durch die Bibel, ich weiß es nicht, so wird Satan auf jeden Fall dargestellt als Halbstier oder was, bin ich jetzt gerade falsch? Ja, dieses Spiel ist so ein bisschen an die Bibel gelehnt. Allerdings sind die Macht des Spiels nicht heilig, nicht. So gläubig, denke ich jedenfalls. Ich weiß es nicht. Ist es eine Vermutung. Mir kommt das auf jeden Fall nicht so vor. Ja, Leute. Das wär's gewesen. Normalerweise. Also, es wär's jetzt gewesen, weil wir nicht in die letzte Ebene kommen. Wir hätten natürlich jetzt in die... Hätten jetzt dasselbe in der Kathedrale gehabt. Ja. Aber weil ich falsch gelaufen bin, sozusagen, sehen wir es jetzt nicht. Ich werde jetzt, doch, tut mir leid, ich werde es für die Aufnahme tun. Ich werde cheaten, damit wir das Negative bekommen. Allerdings brauche ich, glaube ich, einen Sockel. So einen Item-Sockel. Das Auge in der Mitte können wir nicht kaputt machen. Es hört aber auf, wenn wir es besiegt haben. Das Blut dürfen wir nicht anfassen, weil wir sonst Schaden dadurch nehmen. Mann, das stinkt doch. Wieso haben wir schon wieder ihn? Hier, Mamas BA, habe ich schon fast vergessen. Hat das keine Wirkung? Wieso hat Mamas BA keine Wirkung? Am besten sterben wir jetzt auch auf Fistula. Allerdings die einfache Version. Ja, was mache ich? Ich weiß es nicht. Bin überfragt. Doch, ich werde es jetzt machen. Nur ich weiß noch nicht, wie es geht. Deswegen muss ich mich da jetzt einlesen. Und deswegen werde ich cutten. Wir haben ja hier wahrscheinlich jetzt alles gesehen. Ah. Ah, hier ist das Sockel. Dafür müssen wir aber... Ach, komm. Muss mir es... Oh, ich hätte es nicht zu voreilig tun dürfen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Bei Super Mario Bros. Rebirth. Wenn meine Herzen verändert sind, das liegt daran, weil ich das als erstes falsch gemacht habe. Und dann habe ich hier noch weiter geguckt und habe dann hier oben mir das Item gegeben. Da ist es jetzt, dafür muss ich einen Sockel finden. Ich werde allerdings nicht erklären, wie das funktioniert. Ich hab's jetzt und deswegen gehen wir jetzt einfach in das Negative. Ich werde es auf jeden Fall, ich werde es nicht erklären. Hab's auch sofort gelöscht, weil ich sowas nicht brauche. Sonst gestehe ich es halt ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber jetzt geht's um dieses Video und ich muss noch was anderes aufnehmen. Und deswegen zeige ich euch jetzt das Negative. Den Dark Room.
Willkommen im Darkroom. Da oben seht ihr die Tür. Die öffnet sich jetzt. Und ich habe auch... Ja, ich habe Bobs Brain mitgenommen. Was ich eigentlich nicht tun würde. Der Bobs Brain fliegt durch die Gegend. Und will uns Böses. Wenn wir zu nah an Bobs Brain dran sitzen, dann werden wir getroffen. So, jetzt ist die Frage. Unten ist der Boss da. Werde ich versuchen zu kommen, aber wie gesagt, ich wollte in die Chest. Wir sind im Darkroom und... Ja, wieso wäre ich nicht in den Darkroom gekommen, weil wir zu schwach sind. Ja, und so denke ich immer noch, wenn ich sehe, wie lange wir hier für diese Maske brauchen. Und jetzt haben wir noch Bob Swain im Gepäck und dann, ja, muss ich jetzt aufpassen. Gut, da haben wir den Liberty Cap. Ne, den Safety Cap. Scheiße, das war schon mal die falsche Richtung. Jetzt haben wir hier einen unnötigen Bosskampf, der uns gar nichts bringt. Wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht getroffen werden, denn jeder einzelne Treffer zählt. Und ich muss mich konzentrieren. So, einen haben wir. Jetzt kommst du dran. Gut, okay, er ist jetzt runter von seinem toten Pferd. So. Und deswegen muss ich jetzt ausnutzen, dass ich ihn angreifen kann. Muss aufpassen, dass Bob Swain gleich wiederkommt. Nicht, dass wir uns verletzen. Gut. Zwei Masken. Okay, immerhin besser als andere Gegner, die wir hier finden könnten. So, ein Herz haben wir down. Fehlt noch das andere. So, und jetzt können wir die Masken angreifen. Das war knapp. Nein. Komm, charge auf mich zu. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich ihn treffen lassen, weil ich mich nicht auf zwei gleichzeitig konzentrieren konnte. Weil sie auch zu nah gerade aneinander stehen. So, Bob Swain hat es geklärt. Komm. So. Puh, ein bisschen Geld, aber das möchte ich eigentlich nicht haben. Nein, ihr beide. Schlimmste. Oh, seht euch das an. Und dann auch noch synchron. Ja, ich kann fast nichts dagegen machen. Achso, Bob Brain hat mich getroffen. Einer ist tot. Puh, jetzt kann ich mich auf einen konzentrieren. Nein! Boah. Man darf bei dem keinen Abstand, keinen zu niedrigen Abstand haben. Man muss sehr nah an ihn dran sitzen. Das ist das Geheimnis an ihm. Und zwei. Yay! Das habe ich schon immer gewünscht. Wenn wir das schwer machen, dann könnten wir vier davon haben. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Hoffentlich bringt das was. Ja. Komm, einer muss sterben. Ja, einer mehr. Ich konzentriere mich jetzt auch auf den hier, damit wir gleich keine drei haben. So. Nein, einmal getroffen, aber sonst habe ich den Raum eigentlich ganz gut geklärt. Schädeltiers nehme ich gerne. Kontaktlinsen. Einer schon down. Hat mich treffen lassen.
Die Schilde Tiers bringen, dass wir, wenn Gegner auf uns schießen, wir die Schüsse abblocken können mit unseren Tränen. Oh, danke für diesen Raum. Das ist ein geschenkter Raum, dann können wir nicht getroffen werden. Also nicht so gut. Der ist auch ganz nett. Besser als die anderen. Ich habe mich gerade richtig einkreisen lassen, aber ich habe es überlebt. Puh. The Bloat. Oh Gott, ein sehr schlimmer Zeitgenosse. Wir können ihn nur von hier, von der Seite aus anballern. Ich bin schon einmal komplett von ihm gestorben, wo ich richtig gut war. Und das nur, weil ich ihn nicht verstanden habe, wie man ihn besiegen kann. Jetzt weiß ich's. Immer von oben auf ihn drauf. Sonst geht es auf keinen Fall. Und da zeige ich euch jetzt das, den Endboss des Spiels, könnte man sagen. Also das, wenn man nicht zu Mega Satan geht. Das Lamm. Ein sehr schwieriger Boss. Und ich mag ihn auch nicht. Aber wir haben die Schilde Tiers, das heißt, wir haben einen guten Vorteil. Und die Schilde Tiers haben wir auch nur durch Glück bekommen. Na, noch geht's. Spätestens, wenn er in die nächste Phase eintritt. Ja, wir haben richtigen Vorteil, weil wir die Schilde Tiers haben. Oh Gott, wie ein einziges Item so viel gut machen kann, ne? Das ist unglaublich. Spammt jetzt wieder. Okay, wir haben ihn von seinem Körper getrennt. Das heißt, jetzt wird er sehr unausstehlich, wenn wir ihn falsch angehen. Aber ich weiß nicht, wie wir ihn angehen sollen. Wir sollten auf jeden Fall uns erstmal auf den Körper konzentrieren. Nein, ich habe jetzt gedacht, er charged und er macht nicht den Brimstone. Nein, ich habe schon wieder... Oh shit, ich habe noch nie gesehen, dass er sich beim Brimstone gedreht hat. Oh Gott. Unsere Schilde Tiers. Nein! Zwei Herzen. Ah! Sein Körper ist aus. Na, ah, spam nicht. Schilde Tiers. Oh Gott, das ist so ein Segen, die Schilde Tiers. Nein! Jetzt beginnt er damit. Zwei Treffer nur noch aushalten. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt muss ich extrem aufpassen. Nein! Ich hab... Nein. Schade. Gut, Leute, ich bin beim Lamm gestorben. Kurz davor, scheiße. Oh, es tut mir leid. Ah, ich hab eigentlich mein Ziel erreicht. Ich hab euch jetzt... euch dieses Spiel... gezeigt, obwohl ihr es eigentlich bestimmt kennen solltet durch andere YouTuber und so. Ja. Deswegen verabschiede ich mich und vielen Dank für diesen Test. Schade. Ich hätte es gern geschafft. Aber nicht jeder Run gewinnt. Vor allem, wir hätten es fast geschafft. Wir waren halt jetzt doch zu schwach. Ich habe vergessen, das Lamm mit dem BH einzufrieren. Vielleicht hätten wir es dann geschafft, aber ich muss damit leben können. Wir können jetzt restarten und exiten. Ich mache exiten. Exiten. Jetzt haben wir die zwei Wege im Hard Mode auch geschafft. Allerdings bräuchte ich dann das Negative. Aber ich muss ja nur die Herz Moms Hard besiegen, damit ich das schaffen kann. Vielen Dank fürs Ansehen und wir sehen uns dann bei Half-Life wieder. Bis dann. Tschüss.